Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von. Keine Ahnung, warum ich gerade lache, ich weiß es wirklich nicht. Von 7 Days to Die, ich habe keine Ahnung. Das ist vollkommen random, das Lachen. Ich wollte eigentlich nicht lachen. Ich könnte theoretisch dieses Haus hier komplett auseinandernehmen und das Holz rausnehmen, aber das ist richtig schön ineffektiv. So, wir sind derzeit dabei, hier ein bisschen die Bude auseinanderzunehmen. Hallo Hundi! Oh Gott. Wie macht man denn den Hund fertig? Wieso bin ich so langsam rückwärts? Bist du tot? Okay, perfekt. Das war ein Zombie-Hund, okay. Mopsi, tut mir leid, ich. Ich habe leider jetzt nicht mehr so viel Leben für dich. Ich muss gleich schon ein bisschen Painkillers nehmen und die machen mich durstig. Ich bin hungrig, ne? Ach stimmt, wir wollten zurück zum Lagerfeuer und was essen machen. Stimmt, bin jetzt hier in einer neuen Aufnahme. Komme momentan nicht dazu, 7 Days to Die durchgehend aufzunehmen. Ich muss erstmal Assassin's Creed beenden. Erst dann kann ich hiermit weitermachen. Stirb doch endlich! Jo! Jo! Nein! Kipp um! Ist das dein Ernst? Die Fetten, ne? Da darfst du dich nicht dran, da darfst du dich nicht wehren, ey. Da musst du weglaufen. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja gut, so viel zu dem Thema. Wir können aber easy unsere Sachen wiederholen und ich bin jetzt nicht mehr durstig. Aber ich verliere wieder einen Teil meines Lebens. Bis ich irgendwann kein Leben mehr habe und dann ist die Staffel vorbei, Freunde. Erscheint auf dem Bett. Ja, also ich hoffe, wir werden hier noch eine Weile lang überleben. Hoffen wir es einfach mal. So, meine Sachen. Was ist das für ein Punkt da hinten? Das ist der Händler, ne? Ja, irgendwann stolzieren wir auch dahin und dann gucken wir mal, was der da so zum Anbieten hat. Momentan eher nicht. Momentan müssen wir uns aufs Überleben konzentrieren. Wenn wir hier wirklich überrannt werden, dann laufen wir los zu dem Typen und hoffen, ja, dass wir da klarkommen mit. So, Mobs immer noch da? Hoffentlich nicht. Ja, 70 Leben. Hatte ich nicht weniger? Hab ich mehr Leben? Ist es das, was ich habe? Nice try, Bro. Oh, toll, jetzt habe ich nicht meine Waffe, ne? Take me. Komm, fall auf den Boden, damit ich meine Waffe ausrüsten kann. Au! Wieso bin ich für. Du olle Kudu, ey. Alter Schwede, ihr hättet mich fast umgebracht. Sieht zwar aus wie meine Klassenlehrerin damals, aber. Scheiß drauf. Die war scheiße. Da ist der Hundi. Okay, gucken wir mal. Es ist ein Zombie-Hund. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt versuchen, ihn auseinanderzunehmen. Und zwar mit einer Knochenklinge. Kriegt da frisches Fleisch bei raus? Ja, ein bisschen Fell und so, ne? Also. Ist wahrscheinlich kein frisches Fleisch, aber das Fell, das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Ja, da verrottetes Fleisch. Kann ich es nicht irgendwie fallen lassen? Rezepte. Fertilizierer. Ah, Dünger. Okay. Na gut, damit kann ich leben. Kann ich das auch bei den Zombies machen? Naja, okay, dann halt nicht. Ja, 17 Uhr, es wird langsam spät und ich habe ehrlich gesagt nichts, womit ich mich wehren kann. Yay, der Zombie ist aber doch tot. Da kann ich schon untersuchen. Dosenfleisch, oh. Oh, da ist nichts drin. Oh nein, das ist so ein Mopsi, ne? Na gut, den lassen wir mal da. Sollte sich seines Lebens freuen, Freunde.
Mich stört das nicht. Apropos, ich brauche meine Steinaxt. Ich war umzingelt. Wo kamen die denn alle plötzlich her? Aber so, zack, waren sie da. Alter Schwede, mach doch keinen Scheiß. Okay. Es wird jetzt langsam dunkel. Ich muss nach Hause. Da hinten ist mein Zuhause. Oh, das war close. Alter Schwede, fast wäre ich da nicht lebend rausgekommen. Ich habe 10 Leben verloren insgesamt. Na gut. Holen wir uns noch ein bisschen Holz, um das Ganze ein bisschen aufzurüsten, was wir da haben. Denn so langsam wird es Zeit, dass die Nacht hereinbricht. Und eigentlich bräuchte ich ein paar Pfeile. Ich habe gerade so viele Pfeile rausgehauen, dass ich nicht weiß, ob das heute Nacht was wird. Wobei ich werde wahrscheinlich wenig Zombies holen. Und mir wurde den Rat gegeben, die billigen Gegenstände einfach neu anzufertigen. Ich bin geizig, ich mache das nicht. Obwohl, ich habe schon mal mehr Holz bekommen, ne? Vielleicht ist es wirklich besser, die Axt komplett rauszuhauen, zu zerlegen und mir eine neue Axt zu machen. Steinaxt. Mal gucken, wie viel Holz wir jetzt bekommen pro Schlag. Wir sind jetzt momentan auf 25. Ja, 3. Wesentlich mehr auf jeden Fall. Da sieht man schon den Unterschied. Das heißt, je mehr Qualität, umso mehr Holz bekomme ich raus. Was bedeutet, dass ich definitiv die Qualität hochschrauben müsste. Ich gehe mal kurz hier rein. Ach, cool. Ich habe die Tür verbessert. Nice. Okay, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte. Oh, eiserne Feuer. Geschmiedetes Eisen. Ja, bis dahin dauert das noch ein bisschen länger. Aber wenn ich auf. Oh, so drückt man sich ja. Stimmt. Okay, es gibt zwei Tasten zum Drucken. Werkzeugschmied gehe. Dann müsste sich die Qualität jetzt um einiges erhöhen und ich müsste viel mehr Holz bekommen. Wenn ich jetzt eine neue Axt baue. Werden wir natürlich erst sehen, wenn ich eine neue baue. Kann ich eine neue bauen? Deine Axt, was brauche ich dafür? Pflanzenfasern. Auf Pflanzenfaser kann ich noch kurz sammeln. So, und dann gehen wir mal hier in einen Baum. Und dann testen wir die ganze Chose mal. Wie viel kriege ich da jetzt wirklich raus, Freunde? Zack. 3, 5, 3, 5, 3, 6, 2, 5, 2, 5, 2, 3. Okay, zwischen 2 und 3 bekomme ich mal raus. Okay, dann machen wir jetzt mal eine neue Steinaxt. Drei, fünf, nee, drei, sechs. Weiß nicht, was ist da jetzt der große Unterschied? Ja, sie hält auf jeden Fall jetzt länger, ne? Na gut. Müssen wir dann noch mal gucken. Wenn wir die Fähigkeit noch weiter verbessern. Das heißt, wir kriegen 25 pro Fähigkeitspunkt. Ich verstehe. Aber trotzdem wird die ziemlich schnell, all, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Und trotzdem, wie. Ja, doch, da. Da habe ich zwei Steine. Oh ne, der stackt sich. Der stackt sich nur. Eisenerz. Na gut, ich muss eigentlich noch herausfinden, wie man so einen Schmiedeofen macht. Und dann könnte ich versuchen, sogar geschmiedetes Eisen herzustellen. Ich finde es cool, dass man so Steine komplett auseinanderbauen kann. Ey. Das ist cool. So, Nester muss ich unbedingt auseinandernehmen. 45. Gut. Sicherheitshalber ein bisschen was davon mitnehmen. Ich weiß nicht, was ich über die Nacht so brauchen werde.
Weiß nur, dass wir durchhalten müssen. Und es ist schon 19 Uhr. So, wo ist mein Zuhause? Warte. Okay, gehen wir mal heim. Wird schon schief gehen. Ah, von dem kriegen wir sehr wenig Holz. Na gut. So, gucken wir mal. Was können wir denn für Gebäude? Stützbalken, Holzfenster, Holzgeländer, ja, Rohstoffe, Leder. Ach, Leder könnte ich daraus machen. Brauchen haben. Okay. Donnerbüchsen-Munition kann ich schon herstellen. Aber ich habe keine Donnerbüchse, ne? Donnerbüchse. Geschmiedetes Eisen, kurzes Eisenrohr, Kleber, Klebeband und Holz. Okay. Stacheldrahtzaun. Spitzer Stamm. Könnte helfen, ne? Wie viel kann ich davon herstellen? 13. Dann machen wir erstmal. 46 Sekunden! Willst du mich doch verarschen? Na gut. Und dafür geht jetzt einmal Holz drauf. Kann ich das abbrechen? Malerpinsel, Holzstacheln. Kriege ich auch nicht wirklich viele raus. Aber es hilft wirklich bei der Verteidigung, ne? Golden Root Flower. Wofür auch immer die gebraucht wird. Verband. Kleidung. Was haben wir denn hier so Schönes? Da, Lederkleidung. Schützt wahrscheinlich mehr Dekor. Engelschrank. Holzschreibtisch. Ja, cool. Wer auch immer sich da die Mühe geben will, sowas zu bauen. Ich denke mal, im PvE, PvP, wenn man zusammenspielt, ist das recht lustig, ja. Geschmiedetes Eisen. Man braucht viel geschmiedetes Eisen. Wo kriege ich einen Ofen her? Ofen. Wie soll ich denn Eisen schmieden? Oder brennen? Ist das? Okay, es gibt doch hier. Das Einmaleins des Überlebens. Journal, Bergbau, Painting, Erste Hilfe. Gegenstand zusammensetzen, Painting, Bergbau, Wire Tool, Wasser, heißes Wetter. Wenn du überhitzt bist, kannst du dagegen angehen, indem du Kleidung ablegst oder nur solche Gegenstände trägst, die einen negativen Wärmedämmerungswert haben, wie der Pflanzenfaserhut oder ein Kopftuch. Jedes Kleidungsstück hat einen positiven oder negativen Wärmedämmerungswert, den du siehst. Wenn du es untersuchst, du kannst auch versuchen, nass zu werden, Flüssigkeiten wie roten Tee zu trinken oder im Schatten oder in einem Unterschlupf zu bleiben. Und du solltest es vermeiden, zu nah an offenem Feuer zu stehen. Vermeide außerdem Aktivitäten, die aus. Ah, weil das Lagerfeuer an war, wurde mir heiß. Verwende eine Knochenklinge oder eine Klingenwaffe, um ein Tier zu häuten und Bonusrohstoffe zu erhalten. Dies gilt auch für das Verwenden eines Schraubenschlüssels, um Autos oder mechanische Gegenstände auseinanderzubauen. Verwende das beste Werkzeug für die Tätigkeit und erhalte größere Belohnung. Craft even more resets in the campfire by adding a cooking pot, cooking grill or baker. Na gut, das hat aber nichts mit Eisenschmelzen zu tun. Keine Ahnung, wie ich da rankomme. Aber gut. Wir brauchen definitiv Pfeile. Wir werden nämlich gleich angegriffen.
Eine Minute insgesamt. Ach so, 47 Sekunden hätten alle Pick. Ah. Meint ihr, die tun weh? Tun die weh? Oh. Die tun weh. Die tun definitiv weh. Okay, gut. Die, um das Haus herumzubauen, wäre schon mal nicht schlecht. Oh, das kann ich von hier aus machen. Ups, und schon bin ich runtergefallen. Ich habe vergessen, dass ich hier nicht in Minecraft bin. Oder vielleicht doch. Man kann runterfallen. Okay. So. Cool. Nur leider habe ich jetzt nicht so viel Holz. Oder mir gehen, glaube ich, eher die Steine aus bei den Pfeilen, ne? Das heißt, ich habe jetzt noch 140. Ah, okay, gut. Dann hätte ich doch gerne Holz. Wo ist denn das? Komplette Ecke. Fallen da. Geben wir so viel, wie es geht. Versuchen wir das hier mal ordentlich aufzustellen. Wir müssen dann morgen definitiv weitermachen. Müssen um unsere Base herum diese Falle platzieren, außer natürlich zur Tür hin, weil die Tür muss ja gesichert werden für mich. Ist ja klar. So. Ich weiß nicht, ob es besser wäre, da was hinzubauen, aber ich möchte halt zweifach gestachelt haben. Das heißt, die laufen hier erstmal über den Stachel rüber und dann müssen hier halt diese Holzspeere sein, die auf sie zuzeigen. Das heißt, dass sie alle umkippen, wenn sie hier nur ankommen. Wenn sie das Gebäude angucken, kippen die schon um. Das ist der Plan, Freunde. Der Plan der Pläne. So, zack. Na gut. Probieren wir unser Glück. Solange hier noch Stille ist. Und nehmen hier alles auseinander. Wir brauchen ganz dringend das Holz. Und die Verteidigung. Ich hoffe inständig, dass sie alle von der Seite angreifen, wo ich halt mit meinem Pfeil und Bogen stehe. Ich bezweifle es stark. Vielleicht schaffe ich irgendwie da noch so ein bisschen Schutz aufzubauen, ich weiß es nicht. Die Frage ist, geht es um 22 Uhr los oder früher? Gott, ich bin schon ganz aufgeregt. Aber die Folge ist gleich vorbei, das heißt, ihr werdet es nicht mitbekommen. Okay, ich bin weg. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Ich kann nicht mehr schnell laufen. Nein, 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 nein. Okay, möge die Verteidigung losgehen. 8 Stück. Besser als gar nichts. War da gerade irgendwas? Muss sagen, ich sehe noch niemanden. Wird es heller, wenn ich die Brille abnehme? Nein, es wird schlimmer, wenn ich die Brille abnehme. Das heißt, diese Brille ist ein guter Cheat. Weil ich sehe mehr durch die Brille. Keine Ahnung, es wirkt einfach heller. Wenn ich jetzt so gucke, da ist für mich alles dunkler. So gute Brille. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr 7 Days to Die spielen wollt. Noch ist niemand da. Kann ich vielleicht die Zacken an der Tür anbringen, dass sobald die Tür zugeht, die Zacken auch weg sind? Weil die Tür geht nach innen auf, ne?
Vielleicht eher nicht. Wieso keine Sau? Worauf habe ich mich denn vorbereitet? Wenn hier nichts ist. Es gefällt mir nicht, hier zu sein. Ich fühle mich wie am Pranger. Als würde mich jeder sehen, als würde ich auf der Bühne sein. Alle gucken mich an und nichts passiert. Ich weiß, sobald ich rausgehe, werde ich angegriffen. Das ist echt für den Arsch. Na, gucken wir mal, was wir noch so bauen können. Gartenhacke werde ich wahrscheinlich auch brauchen. Ja, geschmiedetes Eisen. Holzrahmen, Dachvorsprung. Okay. Das muss echt der sicherste Platz aller Zeiten sein. Ein altes Bett können wir bauen. Aus Stofffetzen, Kottern, Schraubenfedern. Na gut, Schraubenfeder habe ich nicht, aber das hier könnte ich irgendwo noch gelagert haben, falls ich es nicht auseinandergebaut habe. Versteht sich. Ich habe Blei halt, ne? Den Erdbohrer, Rohrkopf und ich habe eine Menge Eisen am Start. Ich könnte also die Tür tatsächlich verbessern. Ich möchte gerne ein paar Sachen reinlegen. Mal das Wasser behalte ich mal. Tierfett, auch nicht schlecht. Das Glas behalte ich für den Fall der Fälle, dass ich irgendwo mal langkomme. Feder muss ich behalten, das muss ich behalten. Ihr habt das alle gehört, oder? Hallo? Ich hab doch einen Zombie klopfen hören. Oder ist halt mein Stachel krepiert? Okay, das ist. Freunde, ich beende hier jetzt die Aufnahme und dann gucke ich mir das an. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Hä? Zombie?